So, hallöchen meine Freunde, damit herzlich willkommen wieder hier zurück zu Garmischenik Simulator 2018. Und ja, gefühlt nach einer halben Verzweiflung und einem kleinen Rage innerhalb, den ich euch nicht zumuten wollte, habe ich das Problem gefunden. Und Gottes Willen ist das dämlich. So, nachdem ich mir hier mit einer Röntgensicht den kompletten Motor im Innenbereich, im Außenbereich nochmal komplett durchgescannt habe, ist es einfach von diesem blöden Luftfilter das dumme untere Gehäuse. Kannst du keinen erzählen. Kannst du wirklich keinen erzählen. Kannst du keinen erzählen. Nie im Leben kannst du das jemandem erzählen. So, dann bitte einmal dran, denn das hier wieder dran. Eieieiei. Was da jetzt gerade wieder an Zeit vergangen ist. Puh. Ja, so eine Idee musste halt aber auch erstmal kommen. Also ohne Witz. Das ist so dämlich, da kommt freiwillig keiner drauf. So. Ich meine, ist halt schwarz, ne? Fällt halt nicht auf. Das hier ist zum Beispiel halt schwarz. Ja, und hat 85%. Ja, hier sind halt ein paar Flecke drauf. Zack, hat 16%. Ja, ist ja ganz klar. Also, wer jetzt nicht geahnt? So ein 60-Cent-Ding, ey. So. Halleluja! Abgeschlossen, Freunde. Das war nur ein normaler Auftrag, ne? Also, nix Kampagne, irgendwas normal. Huhuhu. Deswegen finde ich Motor halt immer, naja, a little bit kritisch. Hier haben wir Steuerung und Karosserie. Hier haben wir Bremsen und Karosserie. Bremsen und Karosserie ist eigentlich ganz angenehm. Muss man so wieder ein paar Aufträge hier kommen lassen. Alles hier so momentan nicht so toll. Oder nicht so viel Auswahl. Ich meine, am Ende nachher stapelt sich's wieder en masse. Aber aktuell eher weniger. So, was haben wir denn? Eins. Gut, ein paar haben wir auf jeden Fall. Oh ja. Oh ja. Da sehen wir schon den absoluten Übelzähler. Kurz checken, ob das hier passt. Ja, das passt. Zwar nicht mehr. Lange wird es zwar nicht mehr halten, aber es hält noch. Okay, dann. Ein bisschen anders. Das sind nämlich Bremstrommeln. Zu diesem Bremstrommel kommt ein Rad, Bremszylinder und Bremsbacken drauf. Weil das alles noch ein bisschen älter ist, die Technik. Und weil wir so freundliche Menschen sind, geben wir hier ein komplett neues Paket oben drauf. So. Aber nur weil wir halt so freundlich sind. Und unsere Gewinnmarge etwas nach unten damit drücken. Sehr gut, dann einmal hier hin. So, und dann haben wir hier vorne Bremssattel, das übliche Bremsklötze, Bremsscheibe, Bremsradnabenabdeckung. Ne, die geht in Ordnung, alles klar. Na, da muss man ja wissen. So, hier rüben. Und dann das gleiche Spiel in Grün, obwohl das sieht noch relativ gut aus. Da ist selbst die Bremsscheibe in Ordnung. Also hier gar nichts. Ja gut. Ist nicht, soll ja nicht unser Problem sein. Dann haben wir halt noch ABS-Modul und ABS-Pumpe, würde ich mal stark davon ausgehen. Aber hier drüben dann einmal bitte die komplette Tour. So.
Und dann den Reifen wieder dran. Ich glaube zumindest fast. Ah ne, ist gar kein ABS-Modul. Okay. Umso schöner. Dann, was haben wir denn hier für eine schicke Maschine? Da haben wir ein TPX2 oder was? Aber mal gucken, ob es hier was alleine schon unter dem Namen TPX gibt. Chef Train TPX oder irgendwie so in der Art. Genau, okay. Die wollen, ja, linke, also erstmal beide Türen, Kofferraum, linker, rechter Scheinwerfer, Windschutzscheibe, Karosserie. Wir wollen auf jeden Fall eine Menge. Also Heckscheibe, hintere, Kofferraum, Ach, wisst ihr was? Was soll der Geiz? Einmal das komplette Auto. Hätte ich gern. Dankeschön. Was soll der Geiz? Ah, wir sind heute mal in der Wohltatsstimmung hier. Und schenken den Kunden einfach mal was. Na, hat man heutzutage viel zu selten. So, raus damit. Kofferraum, Heckscheibe raus. Dit raus, dit raus. Komm. Alles neu für die Rostmühle hier. So, sehr gut. Dann einmal wieder hinzufügen. Ich weiß gar nicht, ob das Kennzeichen. War das Kennzeichen jetzt hier auch so dope? Brauchen wir nämlich noch zwei. Alter. Ja, da würde ich selber den Magier kriegen. Ja, Kennzeichen kann man so lassen, wie es ist. Kotflügel, Windschutzscheibe, Tür. An die Tür gehört ein Spiegel. Da gehört natürlich auch noch eine Seitenscheibe rein und noch so eine Scheibe. Und natürlich ein Kofferraum und eine Heckscheibe. Genauso wie ein Rücklicht. In zweifacher Ausführung. Auch hinten kommt ein Kennzeichen dran. Hier kommt noch eine Scheibe rein. Hier kommt noch eine Tür rein. Ein Seitenspiegel. Und das Wunderbärchen. Dann haben wir immer noch, haben wir noch 1A Plus gemacht. Trotz all dem, dass wir so gütig waren. Ja, also. Da gibt's gar nichts zu meckern, Freunde. So, was haben wir denn hier? Schaltgetriebe können wir leider nicht machen. Karosserie im Allgemeinen können wir machen. Und dann haben wir noch Bremsen und nochmal Karosserie. Trifft sich immer ganz gut. So, was möchte der andere Karosserie alles haben? Noch gar nicht so viel. Ein Call Ope. Ja, ein Call Ope. Ein Call Ope. Gut, der hat auch in dem Sinne nicht so. Ja, das war sehr gut. Das war der berüchtigte Griff raus aus Windows. Motorhaube, linke Tür, rechte Tür, Kotflügel, Heckscheibe, Spiegel. Also Motorhaube, linke Tür, rechte Tür. Das müsste man erstmal so hinkriegen. Motorhaube, linke Tür, rechte Tür. Genauso wie dann die Seitenscheiben. Kotflügel und die Dinger. Ich denke mal, wir haben jetzt schon wieder viel zu viel des Guten, aber egal. Rost der Kotflügel. Stoßstange, Heckstange und das war's. Ja gut, dann doch ein bisschen zu viel gekauft, aber okay. Egal. Die Stoßstange und die Heckstange. Gut, dann wollen wir mal. Heckstange und die Tür hier. So, dazu kommt der Spiegel und die Seitenscheibe. Ja gut, die Seite, die war echt nicht. Die wird echt noch nicht so anfällig, aber kann ja alles noch werden. Da muss man schon mal ein bisschen vorbeugen. So, Kotflügel dran hier, dran den Seitenspiegel und die Scheibe natürlich dafür. Hinten die Actings, also das hat sich hier gar nicht. Okay, und dann jetzt hier noch, genau. Eine Heckscheibe, oh ja. Aber ich glaube, da habe ich nicht mehr, habe ich da eine gekauft? Glaube ich nämlich bei einem...
glaube ich, einen neuen ab. Keine Heckscheibe habe ich vergessen. Naja. Und eine Heckscheibe. Gibt's auch noch dazu. Wunderbärchen. Immer noch 2K plus. Sogar 2,5, wenn man es so nimmt. So. Da haben wir sogar nochmal Karosserie. Wir schnappen uns jetzt einfach mal die ganzen Karosserie. Also, warte mal kurz. Ich habe da gesehen. Da habe ich gerade gesehen, dass da noch ein Auspuff ist. Genau, ein Auspuff. Auch schon mal mit hernehmen. Wo es jetzt relativ doof ist. Moment, dann geht der hier hin. Und der kommt bitte da zurück. Weil den einen brauche ich da vorne, den anderen da hinten. Ne? Versteht sich. So, was haben wir denn hier? Ein Baint. Ein Baint. Okay. Ein Baint. Natürlich falsch geschrieben. Ganz klassisch. Ich denke immer, das ist ein richtiger Browser. Bandit. Ach, Bandit. Bin auch blöd. Ein Bandit. Genau. Und dieser Bandit will was haben von uns? Oh, relativ viel, ne? Motor, linke Tür, rechte Tür, Kotflügel, Lichter, Seitenscheiben. Sehen Sie, was er nicht haben will, sind Spiegel, so auf Deutsch. Ach, komm. Was soll der Geiz? Es gibt's gratis. Ist also ab dem spätestens dann, wenn du Rabatt hast, kannst du eigentlich drauf scheißen, weil dein Geld kann eh nicht alle werden. Aber siehst, dein Geld kann eh nicht alle werden. Du machst so viel Profit, dank dessen, dass du eine Rabatte hast, dass es eigentlich völlig, also wirklich völlig wurscht ist, was du kaufst und was du nicht kaufst. Macht das Ganze ein bisschen zu einfach, wenn wir ehrlich sind, aber wir gönnen uns das jetzt einfach mal, weil Level 30 und so, ne? Ihr wisst Bescheid, es wird Zeit für Level 30. So. Hopp. Tür dran. Spiegel dran. Obwohl doch, die Spiegel waren schon, die Spiegel wollten sie haben. Hm. War doch nicht ganz so falsch. So, alles erfüllt. Ja, sag ich doch immer noch. Vorderes Nummernschild fehlt. Upsala. Da wollte man natürlich nichts unterschlagen. Jo, also beschweren kann man sich da eher weniger. Linke Tür, linker Kotflügel, linker Scheinwerfer, Roulette. Durchmalen. Roulette. Okay, linker Scheinwerfer, linke Tür, linker Kotflügel, Moment ist. Dann linke Tür. Was war's noch? Mit links, linke Tür, linker Kotflügel, hintere Stoßstange, linker Scheinwerfer. Ah, nur noch die hintere. Ja. Okay, nein. Das war knapp. So, linker Kotflügel, linke Tür. Hintere Stoßschlange. So. Kommt das Kennzeichen wieder mit dran. Linke Tür. Linker Spiegel, aber der Spiegel, den würde ich ja auch eher nochmal mit dran schreiben. Der sah jetzt nicht allzu pralle aus. Linker Spiegel. Das scheint wohl noch zu passen. Linker Kotflügel. Ja, noch vorne das Licht. Und schon passt das. Trotzdem noch 1000 plus gemacht. Wahnsinn. Wir nähern uns langsam aber sicher das Ganze hier an. Was haben wir noch? Nur noch Auspuff. Ist auch in Ordnung. So. Kurz gucken, ob nicht hier oben irgendwas drin ist, weil das sieht halt nicht so pralle aus. Wie wir wissen, überall sind nur zwei Bauteile.
Das sind meines Erachtens nach die zwei Endschalldämpfer. Alles klar. Oh ja. Nicht mein Schalldämpfer, einfach nur Auspuff. Kann man natürlich machen. Und so uns im Blauauftrag. Ach nee, Endschalldämpfer vor 8 Uhr. Vor. Naja, gut. Wird immer nur als Überkategorie so angesehen. Kann passieren. Naja, für das simple Gedöns krieg ich mal trotzdem XP. Und das nicht zu wenig. So, was hat man im Angebot? Was hat man im Angebot? Man hat da nicht so wirklich, was man zusagt. Was braucht man? Ein ganzes Bauteil? Wahnsinn. Und das ist der Endschalldämpfer vor 8 Uhr. Wer hätte es gedacht? Dankeschön, begehren Sie uns bald wieder. Die hätten wir aber gar nicht reparieren können. Bringt also generell wenig Geld. So. Level 30, Freunde. Level fucking 30. Ich speichere sicherheitshalber vorher noch mal ab hier. Endlich erreicht, meine Fresse. Zeit wird's aber auch. Mein Gott, ich weiß gar nicht, das dürfte. Wir dürften jetzt schon mindestens. Haben wir jetzt schon über 100 Folgen? Ich glaube, das müsste jetzt mindestens schon über 100 Folgen sein. Holy fuck, aber wir haben es geschafft. Menschenskinder. So, like a boss. Ja, Errungenschaft freigeschalten. Will ich hoffen, Freunde. Neue Garage. Ja, was ist neu? Ja, mehr Platz. Das, was wir aus dem Tutorial kennen, Freunde. Ja, das ist nice. Und hier haben wir eine verschissene Lackiererei. Jawollo, Freunde. Lackiererei, Auto lackieren, Bauteile lackieren. Man könnte sogar einzelne Bauteile lackieren. Ja, wie geil ist das denn? Obwohl es hier mehrere Dinge irgendwie gibt. Das ist gerade ein bisschen eigenartig. Aber erstmal selber die Tür in die Fresse hauen, weil es so geil ist. Ja, gibt es hier irgendwas Neues? Ne, wir haben Wagenheber. Es ist alles ein bisschen offener geworden. Ne, beziehungsweise einfach so in die Richtung weiter gemacht. Ne, ganz klassisch. Hier haben wir jetzt unsere Lackiererei. Hier haben wir irgendwas drin, was noch aktuell keinen Sinn ergibt. Ist klar. Ist auch noch zu. Vielleicht wird das irgendwann mal erweitert. Setzer Reinigung des Innenraums. Alles klar, wir können den Innenraum reinigen. Dann haben wir hier das Ladegerät für die Autobatterie. Hier haben wir es doch. Mein Gott, Zeit wird's. Haben wir hier irgendwas Neues? Obwohl, die Batterien waren halt nie so teuer. Und deswegen habe ich nicht so verstanden, warum das auf so hoch angesetzt ist. So, und hier oben haben wir eine Area. Eine schöne Chill-Area mit einer P für PlayStation. Ganz klassisch. Kann man machen. Kann man machen, kann man machen. Schönes Ding. Drei Hebebühnen, drei Fahrzeuge gleichzeitig. Und das ist dann auch schon der nächste Auftrag. Ich habe die Schrottkarre eben. Ja, genau. Ich habe die Schrottkarre eben gekauft. Der Typ, der sie mir verkauft hat, meinte, das ist ein, dass ein paar Bauteile fehlen. Der hatte Humor. Der Preis war aber zufriedenstellend. Deswegen bitte ich sie, die fehlenden Teile einzubauen. Das kann ja was werden. Ich glaube, an der Kiste fehlt alles. Aber Freunde, wir sind Level 30. Schicke Sache, schicke Sache. Das heißt, wir gehen, machen in den nächsten Folgen den Kampagnenauftrag und sobald wir mit denen fertig sind, kaufen wir wieder ein Auto und dann motzen wir das Ding richtig auf bis zum Kotzen. So, ich bin aber erstmal raus, peace and out.